Jo, es ist soweit. Ich höre auf. Viele von euch haben es ja auch schon seit längerem gesehen. Ich habe das angekündigt. Schon seit einem Jahr, anderthalb, fast zwei Jahre. Da steht das auf meiner Seite. Ich spiele keine Veranstaltung mehr oder ich nehme zumindest keine mehr an. Die restlichen gebuchten werden natürlich noch zu Ende gespielt. Und das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt ist komplett Schicht. Warum? Ich bin Mitglied bei einem DJ-Band-Act. Der heißt Neptunica. Und seit Corona ist der hart angezogen. Also ihr werdet das wahrscheinlich nicht kennen, weil immer, wenn ich jemanden frage, kennst du das, dann kennt der das nicht. Und das ist jetzt so erfolgreich, als dass ich einfach keine Zeit mehr habe, noch nebenbei Hochzeits-DJ zu sein. Das war ja, ich habe mich selbstständig gemacht 2016, 15 ungefähr, 9 Jahre her. Und dann war das die Nummer sicher, ne? Ich habe gesagt, okay, mit meiner Musik verdiene ich noch nicht so viel Geld, aber ich möchte jetzt Vollgas geben und um noch ein bisschen auf Nummer sicher Geld zu verdienen, mache ich auch noch Hochzeiten. Und das hat auch ganz gut geklappt, bis Corona kam. Also das hat sich wieder erholt. Ich habe danach wieder Hochzeiten gemacht, aber die Musik wurde so erfolgreich, dass die mehr Einkommen gebracht hat als die Hochzeiten. So, und jetzt muss man sich überlegen, macht das dann überhaupt noch Sinn? Und wie ihr auch schon sehen könnt, hier guckt mal. Ist gerade hier unsere erste goldene in Österreich. Also das Ding läuft, macht gut Einkommen. Ihr könnt euch das vorstellen, im Sommer sind als Hochzeits-DJ von April bis September einschließlich alle Samstage, wenn nicht sogar auch Freitage, belegt. Und am Sonntag liegst du flach, wenn nicht sogar noch Montag. Und wenn wir jetzt mit Neptunica am Dienstag eine Abgabe haben, dann gehe ich aber richtig am Stock. Dann stehe ich Sonntag auf, bin maximal kaputt und dann muss der Song noch fertig geknüppelt werden. Sonntag, Montag, um Dienstag dann eine Abgabe zu machen. Ey, ich bin froh, dass wir da jetzt durch sind. Zusätzlich habe ich ja auch noch eine Familie, eine Frau und zwei Kinder. Das leidet auch hart. Wenn du Wochenende immer weg bist, das kann man ja vielleicht noch verkraften, aber wenn du dann noch in der Woche zusätzlich den Hustle hast, um Abgaben zu machen, um Musik zu produzieren, auf lange Sicht wäre das nicht gut gegangen. Ja, und ein Kollege hat mich gefragt, sag mal, hast du auch einen Nachfolger? Und nein, natürlich hat man keinen Nachfolger. Ich kann mir ja schlecht irgendwie jemanden mitnehmen, den ich dann auf meine Hochzeit nehme und angenommen, der macht dann das nur bei mir, dann ist das eine sogenannte Scheinselbstständigkeit. Das kannst du in Deutschland nicht machen. Oder du stellst den direkt ein, aber das ist so viel Aufwand in Deutschland. Also das lässt du lieber. Aber tatsächlich habe ich seit 2-3 Jahren, schreibe ich nebenbei ein Online-Buch, ein E-Book. Und das heißt Hochzeits-DJ 1x1. Und das ist das, was der Name auch sagt, nämlich ein Guide, wie du als Hochzeits-DJ noch besser wirst, / wie du überhaupt guter Hochzeits-DJ wirst. Auch für Anfänger gedacht, auch für Fortgeschrittene. Ich denke, da sind viele Tipps, mit denen viele was anfangen können, mit drin. Um die 60 Seiten. Nicht nur das, habe ich auch noch zusätzliche Goodies reingepackt. Zum Beispiel Playlisten. Die Playlisten laufen echt gut. Ich habe da schon richtig viel Geld mit verdient. Also wäre jetzt doof, wenn ich da keine Playlisten reinpacken würde. Die meistgespieltesten Tracks aus 2022. Da hatte ich 30 Events gespielt und die Top 100 als Playlist. Das sind so die Butter- und Brot-Tracks, die man, also nicht die man, also ich will euch nicht vorschreiben, was ihr zu spielen habt. Aber das sind so die Tracks, die ich rauf und runter gedudelt habe in 2022. Und dann noch zwei weitere. Das gleiche nochmal für 2023 und 2024. 2023 habe ich noch 24 Events gespielt und 2024 habe ich noch 11 Events gespielt. Weil ich habe ja, wie gesagt, schon vor 2 Jahren aufgehört, Aufträge abzunehmen. Da seht ihr mal, wie weit diese Aufträge dann in die Zukunft liegen, ne? Und die letzte Hochzeit habe ich dann jetzt vor 3 Wochen gespielt, ne? Und was kommt jetzt noch auf diesem Kanal? Werdet ihr euch vielleicht denken. Ich werde ihn jetzt nicht dicht machen. Das wäre ja zu schade. Der läuft ja auch ganz gut. Und ich muss ja auch irgendwie mein Buch promoten. Deswegen habe ich auch vor ein paar Monaten aufgehört, die Vlogs hochzuladen und einfach gewartet, bis ich mein Buch fertig habe. Und jetzt kann ich ja mit den Vlogs, die ich noch habe, das ganze Material, das sind noch 9 Hochzeiten aus 2023 und 11 Events diesen Jahres, 20 Vlogs kommen noch. Und ja, außerdem muss ich ja jetzt ja mein Equipment verkaufen, ne? Also, ne, falls ihr was haben wollt, ich bin aus Bremen. Die meisten Sachen werde ich nicht verschicken, ey. Ich verschicke doch keine ganze Anlage, ne? Ja, DJ-Controller werde ich auch nicht verschicken. Also alles hier, ne, lokal. Ja, also bevor ich irgendwas hier bei eBay Kleinanzeigen reinsetze, werde ich euch ein Video dazu machen, weil ihr habt mich so viele Fragen immer gefragt über Equipment. Und dann werde ich jetzt in der nächsten Zeit auch ein bisschen Equipment-Videos machen. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt Neptunica kennt. Und wenn nicht, checkt mal aus. Max ist echt momentan krass am Start. Er ist unser Gesicht und der tourt aktuell von Italien bis Schottland, Island, Dänemark. Wahnsinn. Wo war er schon, in Island? Irgendwas war da. Und ist so harte elektronische Musik. Ja, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr noch andere Videos von mir sehen wollt. Ich muss ja jetzt mein Buch promoten.
Ne? Also, haut rein.